Mein Name ist Christoph Züger, ich bin die Person, die hinter dem Taschenlabel Chris steht. Angefangen hat alles im 1976, als ich nach der Schule, wie alle anderen, eine Lehrstelle gesucht habe. Hat sich dann schnell herausgestellt, dass ich irgendetwas suche, wo Kreativität ausgelebt werden kann. So habe ich dann nach der Lehre in Zug genommen, Richtung Florenz. Habe mir ein Modeheft gekauft, so eine Zeitschrift, wo es nur Taschen drin hat. Einen Stadtplan von Florenz. Habe mir die Firmen rausgeschrieben, die mir gefallen haben. Und bin dann am Morgen ins Italienische in die Schule. Und am Nachmittag bin ich mit dem Stadtplan durch die Gasse gelaufen und habe von einem Atelier am anderen angeklopft und habe gefragt, ob sie eine Stelle hätten für mich. Und irgendwann hat es dann mal geheißen, okay, ist gut. Also der Firmenname Chris, der ist aus meinem Namen entstanden, aus Christoph Züger. Ich habe dazu mal einfach etwas gesucht, wo ja, ein Name, wo eine Mischung ist zwischen einem Symbol oder zwischen einem Optiksymbol und auch wo noch irgendwie einigermaßen lesbar ist. Darum haben wir das R, haben wir ja auf den Kopf gestellt, also das steht schräg in der Landschaft. Es ist so wiedererkennungswert und ja, immer die Frage, warum steht das R auf dem Kopf? Gibt keinen eigentlichen Grund, einfach weil es mir optisch gefallen hat, dass warum soll alles gerade stehen? Ein Arbeitstag in Zürich sieht für mich eigentlich fast aus wie auf dem Land. Ich kann mit dem Velo zur Arbeit fahren, das sind 5 Minuten. Als erstes wird bei mir eine Kaffeemaschine angestellt. Und ich brauche sicher 2-3 Kaffee, bis ich mal auf die Tour komme. In dieser Zeit kann ich gemütlich den Raum aufnehmen, kann dann das Puff vom Vorabend vielleicht noch aufräumen, durchlüften. Und habe dann Zeit bis um 9 Uhr, bis meine Mitarbeiterin kommt, um die Arbeit vorzubereiten, dass wir in den Tag rein können starten mit einer, ja, mit einer gut vorbereiteten Produktion. Spezielle Erlebnisse hat es natürlich auch immer wieder einmal gegeben. Bis wir den Laden hier in Zürich hatten, haben wir eigentlich hauptsächlich für andere Läden produziert.
Und unter anderem haben wir auch Kunden gehabt im Ausland, also in Deutschland, in Frankreich und in Paris. Und dann gibt es dann manchmal so schöne Erlebnisse, wie eines Tages, wo mir die Besitzerin von der Boutique in Paris anruft, ganz aufgeregt und sagt, weißt du, wer ist jetzt gerade in meinem Laden gewesen? Claudia Schiffer und mit ihrem David Copperfield sind reingekommen, weil sie die Agenda gesehen hat. Wir haben so eine Agenda gemacht mit Zebra-Prints drauf, eine Fehlagenda, so Mini-Tagebüchli. Und das ist dann schon noch, mal, das macht dann Spass, wenn du denkst, aha, Claudia Schiffer schreibt ihr Tagebüchli in einer Chris-Agenda ein. Das macht Spass. Eine andere Frage, die auch immer wieder kommt, ist, wie siehst du die Zukunft? Ich denke, Zukunft ist für mich morgen. Es gibt eigentlich keine, ich denke jetzt nicht in Jahres- oder in 10 Jahres Abschnitt, sondern ich denke, die Welt ist im Moment so in einem Wandel rein, dass ich nicht kann sagen kann, in 10 Jahren will ich dort sein, sondern es kommt immer darauf an, wie entwickelt sich alles. Und ich denke, wir müssen flexibel sein und uns anpassen können. Das ist das Wichtigste. Was ich auch immer wieder gefragt wird, ja, die typische Frage, wo holst du dir deine Energie? Also, ich denke, Kreativität allein ist ja ein Prozess, wo angestaute Energie weggeht und dann kann neue reinkommen. Man trägt immer viel Ideen mit sich um und kommt nicht dazu, aus zeitlichen Gründen, aus Gründen, weil man vielleicht nicht das passende Material hat, um die wirklich umzusetzen. Und wenn dann der Prozess einmal gelaufen ist, dass die Ideen ja, umgesetzt worden sind in ein Produkt, dann fließt hinten wieder neue Energie rein. Und das ist eigentlich für mich Kreativität, das Schaffen, das Arbeiten allein. Das ist eigentlich ein grosser Energietanker. Dann kann es morgen um 2 werden oder 3 werden und du stehst am anderen Tag um 7, 8 auf und bist voll fit, weil ja, es hat wieder Platz gegeben, es ist wie etwas weg. Was mir am Herzen liegt, dass die Konsumenten mehr wieder hinterfragen, was steckt hinter einem Produkt. Also nicht einfach nur der reine Konsum, die reine Optik, sondern dass man sich wirklich, dass man auch fragt, woher kommt das Stück. Dass man sich auch bewusst wird, bei vielen Sachen wird heute über den Tisch gezogen oder wird eigentlich beschissen. Mir ist wirklich im Herzen, dass es ein Produkt ist oder dass ich ein Produkt kreiere, das vom Material her über die Leute, die es herstellen, bis zu denen, die es verkaufen, dass alle zu einem fairen Preis, zu einem fairen Lohn und zu fairen Bedingungen hier am Prozess teilhaben können.